Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play God of War. Wir sind mitten im Fight gegen Poseidon. Und wenn ich mich nicht besser anstelle, werde ich einen schnellen Tod sterben. Wir müssen Gaia halt von seinen Krallen hier befreien. Und währenddessen sollten wir nicht von ihnen getroffen werden. Was, warum habe ich das getroffen, Alter? Ich bin doch weggerollt. So, eine Hand ist weg. Jetzt müssen wir die andere noch entfernen. Ja, mach doch. Da gibt Kratos mal überhaupt keinen Fick drauf. Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Bäm, frisst das Poseidon! Oh, ich bin, wurde aufgefüllt, das ist gut. Ah, frisst mich trotzdem, okay. Poseidon, nervt mich! Wenn er den so in den Boden rammt, dann... Oh fuck. Das war ganz schlecht. Das werden wir ja sehen. Aua. Der trifft mich viel. Weg, Kratos! Okay, das deutet er zum Glück relativ deutlich an. Ah, der Anfang ist schon sehr, sehr scheiße gelaufen. Ja, das habe ich auch getroffen. Leute, ich bin gestorben! In allerersten Bosskampf! Geil! Wobei der gegen Poseidon ist nicht ganz so leicht, finde ich auch. Ja. Okay, versuchen wir uns mal jetzt nicht so dämlich anzustellen und mal ein bisschen, ja, auszunutzen. Wenn er schlägt, mache ich einfach Magie. Dann werde ich auch nicht getroffen. So, jetzt habe ich keine Magie mehr. Du wirst uns niemals besiegen. Kann gut sein, Poseidon. Kann gut sein. Aber ich wäre mir da nicht so sicher an deiner Stelle. Wieso habe ich das schon wieder getroffen? Habe ich das falsch eingeschätzt? Irgendwie schätze ich das falsch ein. Ich werde gleich schon wieder sterben. Nein! Okay, ich hab ihn. Kratos! Bei dich! Wie konnte ich nochmal... Nein! Ich konnte, glaube ich, nicht schnell. Ja, geil! Ich habe zu lang gebraucht. Aber das sollte noch passen. Ich habe ein bisschen Magie zurückbekommen. Gehen wir ihn gleich mal um die Ohren. Du wirst scheitern. Ich guck mal gerade in die Steuerung rein, Leute. Ja, Verbesserung schön und gut. Q
konnte man sich irgendwie schneller hangeln. Relikt einsetzen, abwehren, Aktion, interagieren, Magie einsetzen, schwerer Angriff, ausweichen. Nö. Ich glaube, man, das geht bei diesem Spiel nicht. Ich bin das halt von neueren Spielen gewohnt. Deswegen versuche ich das immer, ne? So. Jetzt aber. Nein! Ah doch, mit X kann man schnell hoch. Okay. Schnapp ihn dir, Kratos, Mann! Bam, 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 bam! Zack, erste Phase war das, glaube ich. Ja, greif immer mal schön mit den Schwächeren an. So haben wir es gerne. So, jetzt wiederholen wir diese Phase, glaube ich, nochmal. Okay, er macht öfter diesen Blitzangriff. So, erste ist weg. Zweite ist auch weg. Das war knapp. Das war fast der finale Schaden gegen mich. Die arme Gaia, Alter. Wie lächerlich. So, diesmal umspiele ich das. So. Genau. Und jetzt gib ihn einen. Auch mit der Faust ausgeholt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ist aber nett, Poseidon, dass du mir einen Weg zu dir baust. Lass sie los, Mann! Poseidon. Außerhalb des Meeres bist du nicht ganz so stark, ne? Zeus hätte dich lassen sollen, wo du hingehörst. Ganz egal, wie viele Götter fallen, es wird immer einen geben, der sich gegen dich stellen wird. Auch sie werden alle fallen. Der Tod des Olymps bedeutet den Tod für uns alle. Dann sieh selbst dem Tod ins Auge, Poseidon. Ja. Es kommt so eine Szene, wo ich sage, da haben sie die Macher etwas übertrieben. Und das ist auch so eine Szene, wo ich mich wundere, dass das Spiel nicht initiiert ist in Deutschland. Weil Kratos vermöbelt ihn jetzt so lange, bis er nicht mehr wiederzuerkennen ist. Man sieht das ja quasi jetzt aus der Perspektive von Poseidon, wie er verprügelt wird.
Und das ist, finde ich, etwas too much. Aber okay. God of War hat sich schon immer durch starke Gewaltdarstellung ausgezeichnet. Wir hätten in der Cutscene auch einfach Poseidon töten lassen sollen und nicht so übel verkloppen lassen. Naja. Und jetzt, wo Poseidon tot ist, steigt das Meer. Kratos, Zeus Tod ist zum Greifen nah. Kletter auf meine Hand. Gut. Nee, das wollte ich gar nicht. Wir ändern, glaube ich, noch was. Nee, Audio. Effektlautstärke machen wir mal ein bisschen leiser und die Musik ein bisschen schwach und Filmsequenzen volle Pulle. Ist das volle Pulle? Ja. Dann müsste das besser passen, würde ich sagen. Okay. Poseidon sind wir jetzt erstmal los. Was heißt erstmal? Für immer? Okay, Gaia. Dann bring mich nach oben. Was willst du tun, Vater? Athene ist nicht mehr da, um dir Schutz zu gewähren. Athene ist tot. Wegen des Zorns, der dich zerfrisst, Kratos. Was willst du noch zerstören? Der Tod konnte mich nicht besiegen. Und die Mäuren konnten mich nicht halten. Und du wirst diesen Tag nicht überleben. Ich werde mich heute rächen! Schluss damit! Ich habe jetzt genug von deinem Größenwahn! Holy shit! Da steckt Bums hinter! Gaia! Ich kann mich nicht mehr halten! Helfe ich dir, werden wir beide fallen. Genau das würde Zeus sterben. Aber um Zeus zu vernichten, hast du mich doch vor dem Tod gerettet! Ich habe dich gerettet, damit du den Titanen dienst. Verwehre mir meine Rache nicht! Hör gut zu, Kratos. Du warst nur eine Spielfigur. Nicht mehr und nicht weniger. Zeus geht dich ab jetzt nichts mehr an. Es ist unser Krieg und nicht deiner. Gaia! Ich habe gelebt als Krieger. Ich bin gestorben als Gott. Ich brachte das ultimative Opfer. Mir wurde Erlösung verweigert. Ich besiege den Olymp. Ich werde meine Rache bekommen. Ja, aber du wirst von vorne anfangen müssen. Wir sind in den Hades hinabgefallen, nämlich.
Das ist so, bevor der Reboot kam, so eine Eigenart, die jedes God of War hat. In jedem Teil landet man in Hades oder irgendwann. Und hier passiert was, was schon im zweiten Teil passiert ist. Kratos verliert seine Kräfte und muss quasi von vorne anfangen. Wir hatten ja die Fähigkeit aus dem zweiten Teil, diesen Blitzangriff zum Beispiel, und diese Kräfte verlieren wir jetzt alle. Und auch die ganzen roten Orbs, die wir bisher gesammelt haben. Und müssen quasi von vorne beginnen. Ja, jetzt sind wir schwach wie lange nicht mehr. Er kann sich auch kaum auf den Beinen halten. Und wir sind in Hades Reich. Das ist nicht das Ende, Zeus. Die Tore des Hades konnten mich noch nie halten. Der Tod scheitert an den Zielstrebigen, Kratos. Athene. Du hast mir gefehlt, Spartaner. Ich glaube... Mein Lebensopfer für Zeus bescherte mir eine höhere Existenz. Du siehst aber noch aus wie eine Olympierin. Äußerlichkeiten können trügen, Kratos. So wie die Kinder des Olymps. Vielleicht. Aber weißt du noch, deine Klinge hat mich getötet. Meine Klinge sollte Zeus treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Gegenwärtig tobt der Krieg um den Olymp weiter und die Menschheit leidet. Lass sie leiden. Der Tod von Zeus ist alles, was zählt. Zeus fällt nicht so leicht wie Ares. Um den König der Götter zu vernichten, musst du die Quelle seiner Kraft finden. Das Feuer des Olymps. Du hast dich einst selbst geopfert, um Zeus zu retten. Und nun willst du ihn vernichten? Woher dieser Sinneswandel? Ich habe nun die Wahrheit erkannt. Schaffen es die hier, dass du mir vertraust? Dies sind die Verbannungsklingen. Sie werden dich auf den Weg zur Flamme leiten. Denk daran, solange Zeus herrscht, gibt es keine Hoffnung für die Menschen. Vernichte das Feuer, Kratos, dann zerfallen die Grundfeste des Olymps zu Staub. Verbannungsklingen. Ja. Die sind aber auch relativ schwach noch. Die müssen wir aufwerfen. Hades. Dies ist das Ende der großen Reise, die alle unternehmen müssen, um von der niemand zurückkehrt. Ja, niemand außer Kratos anscheinend. So. Das ist erstmal unser erster Ziel. Also wir sollen das Feuer des Olymps finden. Aber erstmal müssen wir den Hades verlassen. Also die Unterwelt. Und hier warten eine Menge zwielichtige Gesellen auf uns. So, das sind so spezielle Kisten, die es in God of War 3 gibt. Diese Gorgonenauge sammelt man, glaube ich, seit Teil 1 schon. Es gibt Gorgonenaugen und Federn. Die Augen sorgen dafür, sobald man 3 gesammelt hat, dass man seine maximale Gesundheit erweitert. Und die Federn sorgen dafür, dass man die maximale Magie erweitert. Und in God of War 3 gibt es, glaube ich, noch was Drittes. Das sage ich aber mal noch nicht, sondern erst, wenn es soweit ist. Wir kriegen noch eine dritte Leiste.
sind denn so komische Hörner? In God of War gibt's so eine spezielle. In God of War 3 gibt's eine Neuerung im Vergleich zum ersten und zweiten Teil. Und ich weiß gar nicht. Das dauert gar nicht mehr so lange, bis wir das bekommen, glaube ich. Hyperions Tor. Wer die Seele eines wahren Gottes besitzt, darf passieren. Das ist quasi der Ausgang. Und ja. Man darf den benutzen, wenn man die Seele eines wahren Gottes besitzt. Die wir nicht haben. Die müssen wir uns jetzt erst noch holen. Man kann eins und eins zusammenzählen, wer auf uns wartet. Im Hades. Relativ easy. Vielleicht der Gott der Toten. Alles ist möglich. Ah. Viel zu fröhliche Musik für den Ort, wo wir uns befinden. Aber mir gefällt die Musik von God of War 3 sehr gut. Sind so schöne Stücke wie das Radespiel gibt es. Und es gibt relativ epische Tracks. So, wie viel Dings brauche ich denn, um meine Klingen aufzuwerten? 4000. Das dauert noch ein bisschen. Ah, mein Doppelsprung habe ich aber behalten. Das ist was Feines. Wenn ich ihn halt benutze. Oh, warte. Halt die ganzen Orbs jetzt, muss ich die nochmal einsammeln? Ja. Weil der Kontrollpunkt danach kommt. Ich muss mich an diesen scheiß Doppelsprung gewöhnen, dass man sofort X zweimal ganz schnell drücken muss. Ansonsten macht das nämlich nicht, anscheinend. Ich kann mal hier ausprobieren. Zack. What the hell? Es spielt nicht so wirklich eine Rolle, ob ich lange warte. Warum hat er den eben nicht gemacht? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Komisch. Naja. Das wird mir bestimmt das ein oder andere in LP passieren, dass ich eine Klippe runterfliege. Ich wusste, du kommst zurück, Spartana. Hast du mich vermisst? Nein. Eine schützende Falle aus Schilden und Speeren wird errichtet, welche die Gegner zurücktreibt. Achso, mein Magieangriff, okay. Gucken wir mal. Das ist kein schlechter Angriff, vor allem gegen viele Gegner. Und bam! Weg mit euch! Wenn das nicht so viele sind, dann lohnt sich das ja schon fast gar nicht. Aber es passt. Ja. Wie gern lausche ich deinem Schmerz? Du kannst mich mal Hades. Naja, das Tor zu Hades können wir leider noch nicht passieren, weil uns was fehlt. Dieses Gestrüpp ist uns im Weg. Also müssen wir erst hier lang. Kommen uns ein paar Gegner entgegen. Die wir aber schön easy hier runterkicken können. Ist auch sehr nett, dass der zweite einfach wartet, bis ich den ersten runterkicke. Aber die können auch aus beiden Richtungen kommen. Ja, wie jetzt. Geh mir nicht auf den Nerven.
Am besten ist eigentlich... wenn ich so nach vorne trete, dass sie dann zuschlagen. Aber das funktioniert nicht immer. Oh, da kommt noch einer. Man kann auch hier einfach... Bäm. Das hätte ich da eben vielleicht eher machen sollen. Zack. Wenn so viele um mich rum sind. Dann kann man so einen Grab machen, der instant killt. Mit R1 lassen mich fallen, okay. So, bevor ich das lese, sammle ich hier mal alles ein. Magie brauche ich nicht. Nehmen wir mal die grüne Kiste. Leben. Hier sollte ich ein paar Orbs bekommen, genau. Notiz einer gequälten Seele. Diese erdrückende Dunkelheit ist kein Ort für eine zarte Blume. Heute werde ich mich Hades anschließen müssen. Doch ich schwöre, bei morgen, ich werde diesen widerlichen Ort mit dir verlassen. Nichts wird mich von dir fernhalten, geliebte Ferfesone. Perithios. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So, man sollte auch immer mal in Löffel die Augen offen halten. Das war jetzt relativ offensichtlich. Aber es gibt auch noch Stellen, wo das weniger offensichtlich ist, wo Kisten versteckt sind. Ja, und hier haben wir einen God of War typischen Gegner. Jedenfalls vor dem Reboot. Die Medusen. Die sollte man nicht unterschätzen, die können man halt zu Stein verwandeln. Ich weiß nicht, wie das hier im dritten Teil ist, mehr. Ob, wenn die einen in versteinerten Zustand treffen, ob man dann instant stirbt. In irgendeinem Teil war das so. Auf jeden Fall kann man die, wenn man ihr ein paar Hits gegeben hat, schön per Quick-Event den Gnadenstoß geben. Und dann, ja... Dann verwandelt man alle Gegner in Stein, die dann noch so rumstehen. Das ist sehr, sehr cool. Ich war eben gerade versteinert. Könnte gut sein, dass... Lass mich in Ruhe, ihr werdet die so versteinert, sobald ich die Medusa platt mache. Solange die mich nicht versteinert, ist alles gut. Alter, die hält aber viel mehr aus als die Kollegin vorher, oder? So. Ihr verwandelt euch mal schön. Viele wollen da jetzt noch nachkommen. Nettes Detail finde ich auch. Je länger Kratos kämpft, umso blutverschmierter wird er. Auch sehr nett. Ich weiß nicht, ob das auf der PS3 ein Novum war. Heute ist das ja gang und gäbe. Bloodborne hat das ja zum Beispiel auch. Und viele andere Spiele. PS3 war das ziemlich neu, glaube ich. So, da konnte man, glaube ich, auch runter. Hier gab es, glaube ich, eine Kiste. Ja, das ist so ein Versteck zum Beispiel, das man, finde ich, leicht übersehen kann. So. Hier können wir uns wieder auffrischen. So, und hier kommen wir jetzt nicht weiter. Dazu müssen wir jetzt hier
ein kleines Rätsel lösen. Und das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch gefällt's, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.